Was geht YouTube? Willkommen zu einem neuen Video, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin auf dem Weg nach Salzburg und habe einen Zwischenstopp am Mondsee gemacht. Und zwar habt ihr vielleicht dieses Bali Brunch Video gesehen und dieses Mal drehe ich in Salzburg für Green Garden ein Video. Patrick ist auch dabei, aber der ist gerade schon, Leute, einfach am Mondsee wakeboarden hinter einem Boot. Es ist zu krass. Wir haben schon eine Runde gemacht. Ich habe vergessen, das Intro zu drehen. Ups. First stop is over. Leute, es war einfach zu krass. Wie war es, Patrick? Brutal. Wir sind ehrlich gesagt nur einmal richtig gefahren, aber meine Schultern brennen trotz dessen. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Salzburg. Das ist nochmal so dreiviertel Stunde von hier. Ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von der Umgebung hier von Salzburg. Salzburg-Land, wie ich gehört habe auch. Also ich bin sehr, sehr begeistert, weil man einfach so krass viele Sachen machen kann und es einfach so entspannt ist. Willst du auch noch auf Klo hier, oder nicht? Ja. Du kannst, da ist Wald, also. Ah, okay, easy. The voice so I can listen back again. Leute, willkommen in Salzburg. Willkommen zum Job. Beziehungsweise wir sind jetzt in Salzburg angekommen und shooten jetzt das Video für Green Garden. Weil diese ganzen Trips, die wir machen, die machen zwar brutal Spaß, aber es ist auch immer mit Arbeit verbunden. Denkt dran, es ist nicht immer so, wie alles. Ach, keine Ahnung, ich bin noch nicht so fit, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Angekommen, vorbereitet. Ich brauchte erstmal den fettesten doppelten Espresso, den es hier gibt, ey. Leute, es gibt diesen einen Ort, dieser kleine Pissort, der weltweit bekannt ist. Fuschel, richtig. Fuschel am See. Hier kommt übrigens Red Bull her aus der Gegend und wir sind jetzt mal am See und schauen uns den See an und shooten hier noch ein bisschen Essen. 30, 35 Grad, glaube ich. Kommt diese Fliege. 26. Oh. Fühlt sich auch nicht so. Fühlt sich alles, brennt wirklich. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine kleine Mittagspause und shooten woanders. Vom Ding her müssen wir eh da reinspringen und probieren, so einen zu catchen. Sorry. Schaut euch das an. Wir haben uns minimal verlaufen, aber ich glaube, das ist jetzt final der Weg zum See. Also, wir waren schon bei diesem super bekannten Steg am Fuschelsee, weil da ist so ein Schwimmbad. Aber das ist so full. Das ist Covid-19 Party, sag ich euch. Deswegen, und aus dem Grund, weil wir Naturburschen sind, haben wir uns entschlossen, einfach mal so eine kleine Runde zu machen und den richtigen See zu finden. Aber das erweist sich jetzt gar nicht so leicht, Leute. Okay, Leute, Fuschel am See. Es ist bis jetzt der See, der mich am wenigsten in ganz Österreich überzeugt, weil einfach alles privat ist. Man kann fast nicht an dieses Wasser kommen. Das ist richtig der Terz. Ihr wisst, natürlich ist das privat und da darf man nicht hin. Aber für so einen kleinen Jump ins Wasser kann man das natürlich schon mal machen. Problematisch ist natürlich, dass wir was aufnehmen müssen, aufnehmen wollen. Und dann geht das natürlich nicht. Das soll kein Aufruf sein, von Fremden das Privateigentum zu stürmen. Aber ganz ehrlich, ey, was ist das für ein Scheiß? Das ist ein fucking See in Österreich. Sowas macht man einfach nicht privat. Das ist richtig Schwanz. Ah nee, sorry, die Ausdrucksweise. Wir haben einen Spot gefunden. Aufgang ist nicht leicht. Also eigentlich war es schon leicht, muss ich sagen. Wie krass sieht es hier aus.
Drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shorty got a wave, we been chilling by the ocean. I told her my way, what can I say? Ooh, I got them looking at me sideways. I can't take no days off, they know I can't. Lately I've been in a different mind state. And I got them tripping, I've been making hits, I don't got no time for misses. Shawty wanna ring, yeah, she tryna be a missus. Shit change, aber du bist auf dem Display. Leute, ach shit, Fokus stimmt nicht. Ah, das war so brutal chillig und nice. Es war ein bisschen, ich habe mich zum Anfang sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen, weil alles privat war. Wir haben diesen geilen Spot gefunden, der echt entspannt war. Wir ein bisschen chillen konnten, Akkus aufladen, ein, zwei Takes schießen fürs Green Garden Video und einfach mal die Seele baumeln lassen. Ich glaube, das meinen die Leute mit Wochenende, Seele baumeln lassen. Das hat man halt als Selbstständiger nicht mehr, aber es ist halt so, das haben wir uns alle so ausgesucht. Oh, da kommt jemand gesprintet mit so Walking-Stöcken. Ja, wir fahren jetzt wieder zurück in die Stadt. Machen da noch ein, zwei Shots, denke ich. Dann holen wir auch noch mal Essen ab, dass wir noch mal fotografieren und Videotapen vor allen Dingen werden. Und ja, mal kicken. So, Digga, was machen wir jetzt erstmal, bevor man hier wieder arbeitet? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also eigentlich erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Wie krass sieht dieser Park aus? Stop that. Stop that. Stop that. Go, 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 Digga. Stop that. Zweiter Shootingstag. So sieht's aus, Leute. Überall ist Dreck. Aber soll ich euch was sagen? Scheiß drauf. Klamotten können ruhig dreckig werden. Gönnt euch lieber sowas im Leben. Solche Ausblicke. Scheiß auf eure Klamotten. Scheiß auf Materialismus. Das ist das, was brutal aussieht. Ich meine, ein bisschen Materialismus ist schon geil. So fette Autos und sowas. Nein, aber das Ding ist, natürlich feiere ich das auch, geile Autos zu haben oder geile Villa zu haben oder sonstiges. Das wäre Quatsch, wenn ich das verneinen würde. Aber dadurch differenziert man sich nicht. Meine Klamotten sind dafür da, dass du sie anhast, dass sie warm ist, dass sie entspannt ist und alles andere. Digga, das ist euer Leben. Das ist das Leben und nicht Shit. If you only knew, we was living broken, so confused. Had them broken through, we was living by the golden rule. Yeah, you know the rules, influential, yeah, you know the pool. Yeah, you know the pool. We was booking all our own shows. Out of pocket, we ain't take dough. Made merchants on our own clothes. We ain't never had our old folks. Now they all tryna claim. Nah, brother, that's just lame. Same gang, gang, gang. Ey, die da hinten haben einfach eine Katze mit, ohne Leine. Wie geht sowas? Leute, wir haben noch eine Box abgeholt. Uff! Und jetzt geht's hoch auf den Geisberg. Boah. Und es geht da ziemlich steil runter schon. Ich habe auch ein bisschen Druck auf den Ohren bereits. Schon, oder? Ja. Thank you.
Geisberg ist fertig, Leute. War jetzt nicht so krass. Wir sind hier jetzt nicht rumgelaufen, wir haben echt nur geshootet, weil es schon wieder so brutal heiß ist und wir können halt nochmal einen See fahren, ein bisschen Wakeboarden wahrscheinlich. Und deswegen waren wir jetzt hier einfach nicht so lange, haben einfach nur das Arbeitstechnische erledigt und alles andere ein bisschen schleifen lassen. Ja, hier ist ein Rennauto. M. Ebner. Das war, glaube ich, früher mal ein richtig krasser Rennfahrer, ein österreichischer. Aber was ganz anderes, was ich jetzt natürlich mal breitreten muss als Thema. Ich habe echt, seitdem ich jetzt ein paar Tage vegan komplett esse, ein bisschen Magenkrämpfe die ganze Zeit. Wollen Veganer wahrscheinlich nicht hören, aber jeder Umstieg hat natürlich auch, jede Veränderung hat natürlich auch ein paar Probleme. Und jetzt, wo ich gerade probiere, ein bisschen veganer zu essen, mal wieder, habe ich Magenprobleme. Bin ich so fit, deswegen nichts Euphorisches, kein Geschrei in diesem Blog, wie bei Logan Paul. Aber ihr wisst, das gibt's bei mir eh nicht. Bei mir gibt's nur schöne Natur. Und so halt herrlich.